Hallo und herzlich willkommen zurück in Ottis Konsolenparadies. Wir spielen Batman Arkham Asylum für die Xbox 360. Und im letzten Part sind wir hier in diesen letzten Raum gekommen. Im Botanischen Garten. Hör zu, die Fledermaus kommt. Wenn du sie siehst, schick die nervenden Ärzte zur Hölle. So heißt doch das Ding da unten, oder? Ja, mit denen geht's bergab. Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Okay, befreie die im Vogelhaus festgehaltenen Krankenpfleger. Wer bedient denn diese Dinger? Eckendeckung. Ja, wie geht's hier weiter? Öffnen. Hiermit kommen wir. Ich kümmere mich drum. Hiermit kommen wir auf jeden Fall. Oh. Ja, gut. Wer bedient diese Jokers, diese Sicherheitsbänder? Das ist halt die Frage. Wir versuchen ihn, aber wahrscheinlich nicht. Was ist denn hier? Öffnen. Ich muss zuerst die Geiseln retten. Die Geiseln sind noch in Gefahr. Ich muss sie retten, bevor ich weitermache. Lass den Käfig fallen! Okay. Das war wohl kein Glück. Definitiv der Falsche. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Aber woran erkenne ich denn, wer von denen die Geiseln kontrolliert, beziehungsweise wer von denen das Halsband kontrolliert? Hilf mir. Ja, das kennen wir schon. Ah, hier überspringen, okay. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. So, wir versuchen das nochmal. Wir gehen erst hier runter. Hinter dem hätten wir ja hergekonnt, tatsächlich. So. Hier hoch, genau. So. Der hat uns ja halt nicht bemerkt. Nein, weg. Ach, shit. Das war nicht gut. Fuck. Wo sind wir jetzt? Wo ist der Typi? Ach, wir sind wieder ganz unten. Na, super gut. Großartig. Ja, hier ist Harley Quinn langgelaufen. Schön. Aber hier wollen wir nicht hin. So. Na, komm, hoch da, Batman. Nicht, dass du nur noch entdeckt wirst. Fuckeroo, ey. Ganz ehrlich. Na gut. So. Jetzt dreh du mal um, genau. Und hoch. Ducken und hoch. Komm, klettern. So. Perfekt. Perfekt. So, jetzt schlag. Die Hauptbedrohung habe ich ausgeschaltet, aber die Geiseln sind immer noch in Gefahr. Schlagen zwar die Bänder Alarm, aber es. Ja. Hast du mich gehört? Das war ja einfach. Klasse. So. Nummer 1.
Es sind ja nur 4 Gegner, das ist relativ schnell gemacht. Ich bin sicher, es waren mal mehr von euch da unten. Ja. Ihr habt den Boss gehört. So, komm, stirb. Und gute Nacht. Ha, wunderbar. Okay, jetzt müssen wir noch irgendwie die Geiseln retten. Achso, das tun sie jetzt von alleine. Ja gut. Das ist ja einfach. Sehr schön. Joker wollte, dass der Eingang zur Titan-Produktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Hi. Ihr wollt doch bestimmt mit mir reden, oder? Hey. Nee, nicht kletten. Batman, du bist ein Idiot. Auf jeden Fall machen wir erstmal das Upgrade. So. Kryptografischer Sequenzer erhöht die Effektivität des Krypto, die erleichtert wiederum die. Ja, das machen wir mal. So. Das ist unser neuestes Tool und ich finde, das kann man nicht genug verbessern. Weil je besser, desto besser. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Ich vertrag keine Höhe. Oh ja, hast du gut hingekriegt. Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Wo ist das Labor? Geht zurück, ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber naja, sie ist versteckt. Ich finde es. Bleib hier. Ich glaube, ich habe sie sogar tatsächlich schon gefunden. Vorhin. Wir haben ihn gefunden, auch ohne sie. Der arme Mann hätte sterben können. Ach ja? Er hat eine Frau, ein Kind. Die Pflanzen, die er zu Boden trampelt, haben auch Kinder. Die Sporen, die er einatmet und zerstört, haben Nachfahren. Wieso soll es ihm anders ergehen? Ihr Menschen ignoriert doch, was vor euer aller Augen geschieht. Ich lehne es ab, das Wohlergehen der Pflanzen über das der Menschen zu stellen. Und deshalb verlieren sie. Es passiert mehr, als sie sich vorstellen können. Alles ist miteinander verbunden. Okay, damit hätten wir das letzte Aufnahmetape von Poison Ivy gefunden. Glaube ich zumindest. Da hinten war diese Spezialtür, genau. Wir müssen ja einfach den Fingerabdrücken von Harley Quinn folgen. Hier sind auch ganz viele Riddler-Dinger, aber keine Ahnung. Da schauen wir jetzt nicht nach. Wir können aber hier durch diese... Vielleicht auch nicht unbedingt durch. Was ist das denn? Ich denke, wir können es mit dem... Ja, genau, mit dem kryptografischen Sequenzer hacken. Aber was kommt dabei raus? Was kommt dabei... Da. Okay, nochmal. Sehr schön. Aha. Aha. Nehmen wir doch diese geheime Tür. Direkt neben uns. Sehr schön. Hi, Joker. Sieh mal, wer unser Geheimlabor entdeckt hat. Da du schon so weit gekommen bist, zeige ich dir, was ich gefixt habe. Oh nein. Haben wir es jetzt mit zwei Banes zu tun? Die sehen schon ganz schön, gar nicht mehr so menschlich aus. Okay. Also, so kriegen wir sie auch nicht. Können wir sie vielleicht zu... Nein. Wie genau... Kommen wir gegen die an. Aua. Aua. Was genau können wir gegen euch tun? Vielleicht schnell Batarang. Na, ja, das war dumm. Nein.
Ja. Dann geht er nämlich in diesen... Oh oh, oh oh. Oder schlagen die sich jetzt gegenseitig? Ja, geil. Okay. So. Nein, okay, okay, okay. Das geht, wir kriegen das hin. Ja. Du würdest länger. Ist okay, Joker. Ich halt länger durch. Ich musste mich nur erstmal rantasten. Am Anfang habe ich sehr viel Scheiße gebaut. So, das überspringen wir. Kennen wir ja mittlerweile. Und diesmal überspringe ich auch tatsächlich nur die. Nein! Die Sachen, die man überspringen soll. Nein! Komm schon. Nein! What the hell? Au! Ach so, haha. Voll geil. Der eine hat den anderen... Jetzt verstehe ich auch, wie das passieren konnte. Okay. Komm schon. Jetzt gehen wir auf den hier. Und... Ja, komm. Verkloppt euch gegenseitig. Ihr... Hat ein bisschen was von Rocksteady und Bebop, was hier passiert. Kennt ihr Rocksteady und Bebop? Von den Ninja Turtles sind die. Whoop. Ausweichen. Du rennst gegen die Wand. Okay. Und jetzt... Ah, er liegt am Boden, er liegt am Boden. Wir können ihn übernehmen. Jawohl, sehr schön. Ich glaube, dass wir diesen Kampf noch hinkriegen können. Und zack, okay. So, jetzt gehen wir erstmal wieder weg. Schnellbatterang, zack. Whoop. Nein, du solltest mich doch nicht mehr treffen, Kollege. Ach Mann. Ich wollte eigentlich einen kaputt kriegen. Nein, weg. So, sehr schön. Klonk gegen die Wand und voll aufs Fressbrett. Weg. Sehr schön. Genau so muss das funktionieren, Batman. So. Und ein letztes Mal... Ne, der ist tot. Der ist im Arsch. Oder? Jawohl. Der ist Game Over. Und du jetzt auch gleich. So, du siehst nichts mehr, rennst gegen die Wand und dann kriegst du jetzt den Takedown. Bam! Oracle. Ich habe die Titan-Produktionsstätte zerstört, aber Joker ist mit genug Titan entkommen, um uns Probleme zu bereiten. Genau, wenn man denkt, dass es nicht schlimmer kommen kann. Sie haben eine Venom-Pflanzenhybride benutzt, um den Titanstamm zu erschaffen. Die Pflanze ist der Schlüssel und es gibt nur einen auf Arkham Island, der mir helfen kann. Wieso denkst du, dass Ivy dir helfen wird? Wenn ihre Pflanzen in Gefahr sind, hört sie zu. Ich habe eine Probe ihrer Pheromonmerkmale gespeichert. Sie wird irgendwo im Garten sein. Ich finde sie. Ah, ha. Okay. Durch diesen Fahrstuhlschacht geht's nicht. Ich muss den Weg zurück, den ich gekommen bin. Ja, das kriegen wir hin. 9%. Ist das die Anzahl der Pheromone oder was soll das sein? So. Sehr schön. Mach die Tür auf. Ich brauche etwas, um über diese Schlucht zu kommen. Ach so, er programmiert da gerade schon was. Na gut. Was genau tust du da, Batman? Oh, cool. Da kommt unser Batwing. Wahrscheinlich mit dem Seilwerfer oder so. Schon wieder ein neues Gimmick. Gadget. Whatever.
Sehr schön. Bomb. Nehme ich. Nehmen wir gerne. Nehmen wir sehr gerne. Der Seilwerfer oder Line Launcher, wie er damals noch hieß. Ermöglicht schnelle Bewegungen zwischen zwei horizontalen Punkten. Fluggeschwindigkeit 13,3 Meter pro Sekunde. Tragkraft 600 Kilo. Scheint ideal für unser Vorhaben. Und tschüss. So, visiere mit dem Line Launcher eine Mauer vor Batman an. Ja, ich würde gerne diese Mauer anvisieren. Weil hier gibt es eine Riddler-Trophäe. So, können wir hier noch irgendwas tun? Nein. Lautloser Ritter extrem. Aha. Fallen lassen. So. Und jetzt können wir den ganz normalen Weg zurückgehen. Schupp. Und jetzt kann ich eingehen. Fertig. Sehr schön. Es gibt keinen Schrank im Garten, also nimm stattdessen jemand das Dach. Aha. Gewächshaus oder so? Ich verstehe nicht genau, was der Riddler uns damit sagen will. Hm. Wo genau müssen wir denn hin? Lass mir dieses Rätsel. Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber Pheromone, Pamela Eiley. Okay, das ist Poison Ivy. 35%. Wo sind wir hier? Aha. Ach so, das wird rot, wenn es wieder schlechter wird. Okay, verstanden. Was haben wir hier? Es kann doch nicht sein, dass es hier nicht weitergeht, oder? Nö, nicht wirklich. Ach, hier, ja, okay. Sehr gut. Können wir... Na, vielleicht das Dach. Vielleicht kommen wir hier irgendwie nach ganz oben oder so. Nee. Kein Objekt geortet. Ich glaube, wir lassen das erstmal gut sein hier. Ich schätze mal, wir müssen da lang. Also quasi wieder hier in Richtung raus. Hier steigen auch die Prozente die ganze Zeit ordentlich an. Die Frage, wo genau müssen wir hin? Müssen wir das auf 100% pimpen? Oder der Redcatcher brauchte mehr als seinen Charme, um seine Armee, was auch immer. Da kommen wir auf jeden Fall jetzt mittels Seilwerfer hin. Das war ein Weg, der uns vorher nicht offen stand. So, dann haben wir hier so ein paar Joker-Gebisse. Die machen wir natürlich platt. Ich achte mal kurz zwischenzeitlich auch auf die Zeit. Die ist nämlich gleich auch mehr oder weniger rum. Endlich. Ich dachte, du würdest es niemals finden. Herausforderung freigeschaltet. Schockmethode. Okay, wir sind bei 92% und ich denke, diese Tür ist ein guter Punkt, um diesen Part hier zu beenden. Wir schauen mal kurz, wo wir... Aha, ja gut. Wir kommen also an einen Ort, an dem wir noch nicht waren. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und wenn ja, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein bei Batman Arkham Asylum. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in Otis Konsolenparadies wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, sage ich, keep gaming und ciao.